Willkommen in der Toystube. Ja, heute mal wieder ein Vlog. Ich gehe mal ein bisschen bei Smith Toys einshoppen. Da bin ich jetzt gerade angekommen. Und das Ganze gucken wir uns jetzt mal an, was es da so Schönes an Masters-Figuren gibt. Ich hoffe, vielleicht irgendein cooles Schnäppchen zu finden. Und ja, wir gehen mal rein. Ja, dann haben wir hier die Batman-Sektion als allererstes. Da gibt es dieses coole Batmobil da oben. Und von McFarlane haben sie hier den Pattinson-Batman. Ich glaube, der ist in den USA schon irgendwie gesucht. Da hatte ich mal so ein paar Videos gesehen, dass die Leute da nachsuchen und den nicht finden. Hier stand er irgendwie viermal im Regal, dafür kein einzig anderer Charakter. So, ist jetzt, wie gesagt, ich mag die Figuren nicht so gerne. Ich finde sie einfach zu groß. Sehr cool finde ich hier von Jada Toys diese Diecast-Fahrzeuge. Die finde ich wirklich gelungen. Da gibt es ja irgendwie eine Menge Batman-Fahrzeuge. Irgendwie bin ich mal kurz davor, da auch manchmal zuzuschlagen. Ja, viel, viel Marvel-Schnickschnack, der irgendwie ja, mich gar nicht angesprochen hat. Hier waren natürlich die Retro Legends auch. Die finde ich sehr cool. Die hatte ich bei meinem letzten Besuch euch schon ein bisschen mehr gezeigt. Ja, dann hier Roblox. Und Funko ist jetzt an eine andere Stelle gewandert. Das letzte Mal war ja Funko fast gar nicht zu bekommen. Die sind jetzt auch bei den Actionfiguren. Aber die Auswahl war wirklich echt nicht gut. Also es war irgendwie alles doppelt und dreifach. Dobby, Hedwig, Deadpool, Harry Potter. Sachen, die ich irgendwie nicht brauche. Luke mit Yoda habe ich schon. Den Yoda habe ich auch schon. Also nicht Yoda, sondern Grogu. Das ist wirklich ja, nicht doll gewesen, was am Funko da war. Aber Revelations, ein Part, der dann doch irgendwie dank der Angebotpreise mich gecatcht hat. Und ja, da war einiges. Ich rede natürlich wieder in der Vergangenheitsform, weil immer ich vertone es immer nach, wenn ich halt den Laden zeige sozusagen, weil ich spreche da nicht im Laden. Ich finde das nur so doof, zwischen den ganzen Leuten irgendwie zu quatschen. Ja, Vintage Collection habe ich schon hier. Die Origins, Skeletor, He-Man, Skeletor, Mosquitor, Clamp-Champ, das übliche Battle Armor, He-Man und das war es dann auch. Also da hatte ich gehofft, vielleicht eine Horde Trooper zu ergattern oder irgendwas in der Richtung. Ja, hier Castle Grayskull, dann Megaconstructs Battle Ram hatten sie und hier die Revelations. Und die Preise mit 1999 sind mir dann irgendwie zum Verhängnis geworden. Und ja, das seht ihr dann gleich. Ich meine, die Figuren sind cool. Ich wollte sie eigentlich nicht sammeln, aber irgendwie sind die echt, gerade hier Scareglow, ein absoluter Kracher. Super schöne Figur, war auch von 26,99 auf 24,99 runtergesetzt. Auch ein bisschen günstiger, leider nicht auf 19,99. Wäre natürlich cool gewesen. Stinko auch zum Hammerpreis. Sieht auch sehr, sehr cool aus, die Figur. Da kann man echt nicht meckern. Ja, dann der Beastman, finde ich auch sehr, sehr gelungen. Skeletor natürlich. Die Variante mag ich auch ganz gerne. Der Karton war hier schon völlig kaputt. Die Kartons sowieso stellenweise immer in echt schlechten Zustand. Das sind wirklich selten blöde Verpackungen, muss man sagen. Die gefallen mir nicht ganz so gut, wie die verpackt sind. Aber noch schlimmer ist die Line, die ich euch jetzt zeige. Die sind ja stellenweise wirklich einfach so lose in der Packung, ohne irgendwas drumherum. Das finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Aber der Grund, warum ich da war, ist das Teil daneben für 19,90 €. Das sehen wir aber gleich noch. Dann hier, Star Wars Artikel werden auch echt immer schlimmer. Darth Maul Lichtschwert mit Hörnern. Braucht echt kein Mensch. Grogu, der essen kann. Ja, die Black Series Figuren, die keiner will. Eine kleine Bluetooth-Box mit Baby Yoda. Grogu. Ja, hier nochmal Battle Cat. Der sieht eigentlich ganz cool aus. Das ist ja 9 Line, aber ich hasse diese Verpackung. Dieses einfach nur reingemachte. So, Leute, ich bin fertig mit meinem Trip zu Smith Toys. Und ja, was habe ich ergattert? Ich habe hier einmal das gute Stück.
und das gleich zweimal, weil das im Angebot war. Da habe ich es nochmal. Und dann habe ich einige Figuren mir besorgt, unter anderem He-Man, Beastman, Scareglow, Skeletor und ich habe mir Stinkor besorgt. Dann habe ich noch einen Batman-Helm für meinen Noppenstein-Stube-Kanal und ja, das ist meine Ausbeute und dann geht es jetzt ab nach Hause. Ja, mittlerweile bin ich zu Hause auch wieder angekommen und habe mir meine Beute mal angeguckt. Es ist eigentlich gar nicht so geplant gewesen. Also die beiden waren wirklich geplant. Die möchte ich mir ehrlich gesagt wegpacken. Ich finde die Toy-Serie wirklich nicht gut, aber ich finde dieses Playset wirklich gut. Also die Figuren gehen gar nicht aus der Reihe. Also ich rede nicht von Revelation, sondern von dieser anderen Animations-Netflix-Serie. Und das Playset finde ich wirklich gelungen. Für 19,90 Euro denke ich, ist das eine gute Toy-Investition, sagen wir es mal so. Weil das Ding, möchte ich wetten, ist irgendwann mal gesucht. Weil es als Playset wirklich zu allen anderen Figuren auch passt. Zur Vintage-Line, zur Classics-Line oder halt auch hier zur Revelation-Reihe. Man kann das wunderbar für alle Figuren nutzen. Und demnach befürchte ich, es wird irgendwann mal ein gesuchtes Stück und von 40 auf 20 reduziert. Da macht man echt nichts falsch. Und ja, Revelations, warum habe ich jetzt doch mit angefangen? Ich stand schon öfters davor, ich wollte mir Scareglow eigentlich auch so als kleine Toy-Investition holen und wegpacken. Ich muss gestehen, ich finde Stinkor auch ziemlich cool. Beastman gefällt mir, der Skeletor gefällt mir, der He-Man ist okay. Ja, aber bei 19,99 konnte ich jetzt irgendwie nicht Nein sagen, außer Scareglow war der einzige, der für 24,99 da lag. Habe ich zugeschlagen. Den hätte ich billiger bekommen. Den gibt es bei Amazon für 15 Euro noch was. Ich verlinke euch die auch gerne bei Amazon, die Figuren. Dann könnt ihr da gerne mal schauen. Also es sind wirklich schicke Figuren, muss ich sagen. Wir gehen demnächst nochmal genauer drauf ein. Ich mache nochmal ein einzelnes Video zu den Figuren. Und dann gucken wir uns die alle mal an. Ich packe sie natürlich wieder nicht aus. Ich lasse sie wieder verpackt, wie immer. Ihr kennt das. Aber wir schauen trotzdem uns mal alles an. Man kann ja ganz gut erkennen, was da alles dabei ist. Jo, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen, dass ihr euch das mit angetan habt, meinen kleinen Vlog. Und schreibt mir gerne mal rein, was ihr von meinem Einkauf haltet. Gerne ein Abo, das würde mich tierisch freuen. Und einen Daumen nach oben natürlich. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt flockig und tschüss. Thank you.